Buschner, schön gespielt, Knut Reinhardt. Flemming Paulsen, immer noch der Däne, versucht es auf eigene Faust und zum ersten Mal eine Glanzreaktion von Raimund Hommer. Ziege. Mehmet Scholl. Letzte Saison Karlsruhe, jetzt Bayern München. Das ist doch unmöglich, eigentlich aus dieser Entfernung einen Treffer zu kassieren. Oh, oh, Raimund Aumann. Was für ein Tor, gespielt 7 Minuten und 30 Sekunden. Und da ist man als Kommentator sichtlich überrascht. Ich glaube, Sie zu Hause natürlich auch. Durch die Arme. Ein unmögliches Tor. Das könnte das Tor des Jahres werden. Sicherlich exzellent zu sehen aus dieser Perspektive. Aumann greift daneben. So ein Fehler darf ihm nicht passieren. Kein Abseits. Mill gegen Thon. In der Mitte. Chapuisat! Und diesmal eine Stoß für die Gäste. Hier noch einmal diese zweite sehr gute Aktion der Brussen. Chapuisat, der gar nicht lange fackelt. Und dann ist er unten, Raimund Aumann. Labbadia, das ist das 1:1. Der erste Vorstoß von Oliver Kreuzer über rechts. Die genau getimte Flanke und das ist ein Ball für Bruno Labbadia. Da geht wahrscheinlich nur er mit dem Kopf hinein. Und das sah man schon, dass dieser Ball ins Netz geht. 1:1. Gespielt 16 Minuten. Jorginho. Der ist verunglückt, kommt dennoch an. Schub, immer noch Schub. Und wieder Labbadia. Glück für die Borussia. Stefan Kloß mit einer guten Reaktion. Chapuisat gegen Kreuzer. Diesen Schweizer kann man nicht ausschalten. Kurze, schnelle Drehung und dann aus Spitzenwinkel der Pfosten. Stand noch einmal für die Zuschauer, die erst jetzt hinzugekommen sind. 1:1 im DFB-Pokal der zweiten Runde zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Chapuisat allein auf weiter Flur. Und Aumann in der kurzen Ecke mit dem Fuß. Das wäre ein Auftakt gewesen. Das war der Mannschaftskapitän Michael Zorc nach dieser Hereingabe von Knut Reinhardt. Erst Lusch, Ziege dazwischen. Dann Reinhardt und Michael Zorc. Der nächsten Möglichkeit wird sicherlich eine Unterbrechung geben. Knut Reinhardt. Tja, Oliver Kreuzer kommt mit ihm überhaupt nicht zurecht. Der beste Mann auf dem Platz hier. Mazinho. Schön gemacht vom Brasilianer. Da ist das 2:1 für die Gäste von der Isar gespielt. 59 Minuten, der Torschütze heißt Mazinho.
Ja, da lässt sich Schmidt schön verladen und dann mit der Spitze. Chapuisa, Michael Zorc, fleißig wie eine Biene, der Mannschaftskapitän. Stefan Reuter! Chapuisa. Michael Rummenigge mit vollem Risiko. Und seit diesem ganz kuriosen Treffer ist er hellwach. Raimund Haumann bewahrt seine Elf hier vor dem Ausgleichstreffer. Haumann noch mit den Fingerspitzen am Ball. Fragt sich nur noch, ob ihr Anrennen auch von Erfolg gekrönt sein wird. Jetzt gibt es handfeste Auseinandersetzungen zwischen Olaf Thon und Flemming Paus. Für Flemming Paulsen. Gelb, rot. Für Olaf Thon. Und was passiert mit Flemming Paulsen? Da schreitet der Schiedsrichter auch noch mal hin. Aber da passiert nichts mehr. Diese Szene werden wir sicherlich uns nach dem Freistoß gleich noch einmal anschauen. Mal sehen, ob da noch eine andere Kamera dies eingefangen hat. Das allein kann es nicht gewesen sein. Die anschließende Rangelei mit Flemming Paulsen. Da ist das Tor! Der Ausgleich! Und der Torschütze heißt natürlich Stefan Chapuisa. Das Ganze 6 Minuten vor dem Ende. Also ein richtiger Pokalkrimi hier im Dortmunder Westfalenstadion. Mit rechts Kreuzer, Wohlfahrt, Schwabel, alle stehen sie hilflos herum. Chapuisa schaltet wieder mal am schnellsten. Und jetzt gibt es auch noch eine weitere gelbe Karte dort. Am Mittelkreis für Markus Schupp. Ja, jetzt überschlagen sich hier die Ereignisse. Das Spiel hält all das, was es im Vorfeld versprochen hat. Dramatik. Chapuisa. Oliver Kreuzer bekommt ihn überhaupt nicht in den Griff. Thomas Helmer oder Jorginho. Thomas Helmer. Aber da fehlte. Boschner. Er hat kein Glück heute, der Ex-Stuttgarter. Dies vielleicht seine Das lernt man eigentlich in der Schülermannschaft. Kurz ausgeführt, Selic, wieder Reinhardt. Wieder der Australier aus dem Stand. Mehr ein Verlegenheitsschuss. Da übergibt man dem Neuzugang aus Sydney schon. Das war's. 120 spannende, dramatische Minuten.
22.44 Uhr, Schwabel gegen Stefan Kloß. Das heißt 2:3. Also, da war er noch dran mit den Fingerspitzen. Und jetzt schießt ein Ex-Münchner. Mit einer Zwischenstation in Turin, dann nach Dortmund gekommen, Stefan Reuter. Reuter gegen Aumann. Die beiden kennen sich natürlich, sicher verwandelt von Stefan Reuter. 3 beide. Jan Wouters mit der Erfahrung aus 52 Länderspielen und einem DFB-Pokalspiel für Bayern München. Läuft er an, das sieht sehr souverän aus. Und so verwandelt er auch. Erneut die Führung für die Gäste. 3:4. Dortmund 3, Bayern 4. Aumann noch mit den letzten Stretching-Übungen. Gerhard Poschner, der heute nicht seinen glücklichsten Tag erwischt hat. Hoffentlich kommt dies jetzt nicht aus Dortmunder Sicht zum Ausdruck. Aumann war dran. Eine Zentnerlast fällt Poschner von den Schultern. Das sieht man, er atmet durch. Dortmund 4, München 4. Aumann geht, Kloß kommt und dazu der nächste Schütze, Oliver Kreuzer. Dramatischer hätte es sich hier nicht zuspitzen können. Der 5. Strafstoß, Kreuzer gegen Kloß und auch der sicher verwandelt. 5:4. Für die Gäste von der Isar. Knut Reinhardt schießt jetzt für Borussia Dortmund, der Torschütze zum 1:0 in der 8. Minute. Hier lässt keiner was anbrennen. 5 beide. Der Mann mit dem harten Bums, Knut Reinhardt, circa 120 Stundenkilometer, wenn er aufs Tor schießt. Das ist die Geschwindigkeit. Und jetzt der 4. Schütze für die Bayern. Der Spieler mit der Nummer 11, der Torschütze zum 1:2. Mazinho, 8-mal hat er für Brasilien gespielt und hier verschießt er! Trifft den Pfosten. Es bleibt beim 5:5. Und jetzt natürlich die Vorteile auf Seiten der Borussia. An diesen Ball wäre Kloß nicht herangekommen, das braucht er auch nicht. Und die Siegerpose. 5 beide. Die Dortmunder legen nach. Ein Trainer, der resigniert. Und jetzt Chapuisat. Zum ersten Mal die Führung für die Bayern. Für die Dortmunder, Entschuldigung. Sechs zu fünf. Und jetzt der letzte Schütze,
für den derzeitigen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, Markus Schupp aus Wattenscheid gekommen. Schießt er vorbei, sind die Bayern raus. Hellklos sind sie auch raus. Sie hören es, Totenstille im Westfalenstadion. Er hat seine Aufgabe erfüllt. 6-2. Der letzte Schütze bewegt sich in Richtung Elfmeterpunkt. Vielleicht hören Sie die Anfeuerung. Susi, Susi. Gemeint ist hier der Mannschaftskapitän, Michael, genannt Susi Zor. Er hat es nun auf dem Fuß, hier die Borussia in die nächste Runde zu schießen. Michael Zorc gegen Raimund Aumann, unterstützt von 41.000 Zuschauern. Und die Borussia ist weiter. Riesenjubel im Westfalenstadion.